Hey Freunde, ich grüße euch. Einen wunderschönen guten Abend. Six All in the Mix und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute am Potsdamer Platz. Lauter Überschrift konntet ihr auch gerade dem Titel entnehmen. Wir sind gerade hier und ich habe gerade ein paar Zuschauer getroffen. Wie läuft's? Willkommen. Ja. Ja, geil. Was macht ihr so? Einkaufen, chillen, shoppen? Festival of Lights, heute großes Event. Kann man nur weiterempfehlen. Ist jedes Jahr was Neues. Geil. Ja, jedenfalls. Wie ist der Eindruck von Berlin? Der Berliner Eindruck, ich sag mal, sehr tolerant gegenüber anderen Menschen und neuen Kulturen. Ja. Aber dennoch relativ gefährlich. Nicht ein auf. This is so Berlin. Ja, also hin und wieder mal auch brenzliche Situationen. Also ja. Es gibt halt Orte hier, ne? Oder ich sag immer, zur falschen Zeit, am falschen Ort könnte auch das Ding sein. Ne? Also Berlin kommt schon sehr nah an New York. So langsam. So langsam. Paris, ja, New York. Ja. Ne? Also die U-Bahn sind nicht mehr so sicher wie vorher. Geil, geil, geil. Ja, cool, Bro. Cool, Bro. Nice to meet you. Me too nice, you, Alter. Pass auf euch auf. Und ich wünsche dir einen schönen Abend. Ebenso. Mach's gut. Всё хорошо. Mach's gut. Der Kollege aus Russland übrigens, ne? Da habe ich noch kurz mal gequatscht, bevor ich die Kamera angemacht habe. Und ja, ich würde sagen, folgt mir auf diese Reise durch den Potsdamer Platz. Ja? Schauen wir mal kurz, was hier so abgeht. Berlin, Potsdamer Platz, Festival of Lights. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Ihr seht, was hier läuft. Die Mülltonnen, Alter. Heftig. Die Tonnen sind volles Haus. Ja, also. Ihr seht. Ja, Freunde, das ist Berlin. Das ist irgendwo auch ganz normal. Vor allem an so Festivals. Oder wie Festival of Light oder Weihnachten oder sonst was. Ja, also. Berlin ist immer wirklich sehr voll besucht. Jetzt am Potsdamer Platz etwas kühler. Es ist jetzt nicht so voll, aber doch auf der anderen Straßenseite, da gehen wir gleich mal am besten rüber. Und hier auch an den Gebäuden die ganzen Lichter, die ihr sehen könnt. Und ja. Wie ist das Feeling so gemischt? Die Leute sind jetzt auch nicht ständig am Lächeln. Und jetzt auch nicht auch unbedingt schlecht drauf. Ja, also es ist ein Mischmasch. Da auch am Gebäude. Die ganze Technik ist ja schon so weit hier aufgestellt worden. Und guck mal hier nochmal im Hintergrund, bevor wir rübergehen. Ein paar Elefanten oben drauf. Am Hotel Ritz-Carlton auch nochmal. Kostet wahrscheinlich auch Geld, wenn die das da oben drauf knallen. Weil so ein Hotel möchte auch dafür Geld haben wahrscheinlich. Sodass das beleuchtet wird, 100%. Setzt euch kein Zeigefinger oder? So, Berlin-Potsdamer Platz. Ach, da seid ihr wieder, ja? Ja, geil. Geil, geil. Ihr geht ja auch rüber, ich gehe auch in die Menge. Ja. Nee, ganz normales Video. Ich mache auch normale YouTube-Videos nebenbei, nicht nur behinderte Sachen. Ja. Und ja, aber haltet immer die Augen offen, ne? Das ist nice. Man weiß nie, was abgeht, ne? Da bin ich auch noch so. Всегда смотри, кто тебе что-то хуйня лопнет, пизда будет. Везде. Мазгут, alles Gute, давай. Festival of Lights. So schön kann es werden, meine lieben Freunde. Die Beleuchtung auch hier drumherum, auch sehr, sehr interessant. Wie sieht's aus? Bunt? Schon geil gemacht hier, direkt auf dem Boden gestreift. Ja. Volle Hightech hier. Sieht schon cool aus. Sehr, sehr interessant. Die ganzen Leute, die jetzt die ganzen Fotos von sich machen, auch sehr, sehr cool. Da ist das Ding. Hi, ich grüße dich. Wie geht's? Alles gut? Bei euch? Alles okay? So. Gehen wir mal ganz kurz auf die andere Seite. Checken wir mal ganz kurz. Au, oh, ein paar Jugendliche haben mich gerade erkannt, oder was? Sehr stark. Die sind sogar Schulklassen. Ja, eine coole Sache. Das kenne ich aber auch schon vor 3-4 Jahren, das hier. Ja, das ist jetzt nichts Neues hier für mich. Das kennt man. Festival of Lights. Hochmoderne Technologien hier. Ihr wisst Bescheid, ja.
Schönes Ambiente, die Leute sind super gut drauf, würde ich jetzt sagen, an dem Platz. Es ist jetzt, ja, entspannte Lage. Hier auch nochmal an den Gebäuden, an den Ecken auch. Schaut mal. Hier auch am Gebäude. Und easy going. Da nochmal auf dem Boden. Wieso das denn? Was haben die denn getan? Wirklich, ja. Weil wir lassen es stehen. Achso, ist doch egal. Ist doch, nein, nein, sind wir ist doch euer Ding. Ja. Ja? Ja. Ja. Weil wir lesbisch sind, sagt sie. Ja. Interessant. Morgen, na? Wie ist der Eindruck? Wie findest du sowas? Ja, finde ich ganz gut. Ist okay, ne? Habt ihr bei euch nicht, ne? Nö. Woher kommt ihr? Hamburg. Ah ja, okay. Aber Hamburg ist auch geil. Hamburg ist geil. Ich sehe dich immer auf YouTube bei Silvester. Ja, genau. Ja, ja. Bin überall. Danke, mach's gut, ja? Ciao, ciao. Ja, super nette Leute hier. Auch Zuschauer getroffen, gerade aus dem Nix. Und ja, da möchte jemand markiert werden. Ja. Heute nicht, mein Lieber. Heute nicht. Heute gönne ich nicht. Jetzt geil. Machen wir mal ganz kurz einen Thumbnail. Moment. Kurz ein Thumbnail. Am besten wäre, wenn wir hier noch ein Foto machen, damit wir das Thumbnail benutzen. Ansonsten, ja, machen wir ganz kurz Stopp. So, soweit, so gut. Wir haben jetzt auch das Thumbnail gemacht mit dem, für das Foto, für das Video. Und ja, gucken wir mal drumherum, was hier noch so passiert. Ey, wer hat jetzt Geburtstag von euch? Er. Ja. Ah ja, okay. Wie alt bist du geworden? 15. 15, ah ja, okay, das ist noch eine Menge Zeit. Ich wünsche dir natürlich alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und pass auf dich auch. Mach deine Schule und vergiss das Internet. Auch wenn ihr mir zuschaut. Ich weiß, ihr schaut mir zu. Denkt erstmal an den Basic. Macht erstmal den Basic, den muss ich auch machen. Dann vielleicht nochmal arbeiten gehen oder eine Ausbildung. Was willst du später werden? Polizist. Architekt. Ah ja, okay. Wow, sehr gut. Also raus aus der Matrix möchtest du. Sehr gut. Ja, ich wünsche viel Spaß, Silvester. Alles klar, schönen Abend euch, ja? Ciao, ciao. Sehr gut. Er will Architekt werden. Und ich wünsche natürlich viel Glück. Er hatte gerade Geburtstag, die haben gerade Happy Birthday gesungen. Und ich dachte mir, gratulierst du dir nochmal persönlich und gibst dir eine kleine Message auf dem Weg. Sehr, sehr wichtig. So, was gibt es noch hier an den Ecken? Auf jeden Fall hier Sony Center an den Seiten. Potsdamer Platz selber. Hier nochmal am Gebäude haben wir schon gesehen. Dann die Bäume sehen auch sehr strange aus. Gehen wir mal ganz kurz zu den Bäumen. Why not? Ganz kurz zu den Bäumen da. Wir müssen da jetzt nicht direkt hinlaufen, aber so von außen. Einmal reicht es schon. Ja, so ein bisschen an Weihnachten angelehnt. Potsdamer Platz ist an sich jetzt nicht so viel. Ja, ist halt ein kleines Ding so. Ist ein kleines Ding. Gehen wir mal jetzt hier über die Straße. Hier haben wir schon genug gesehen. Und jo, war entspannt. Mir hat es trotzdem gefallen. Potsdamer Platz hat auch was. Ja. Es muss ja nicht ständig mit 1000 Leuten sein. Sonst macht es ja auch irgendwie keinen Spaß. Ach, gucken wir mal, wie wir hier rüberkommen. Ja, und es ist wieder kühler geworden. Ihr seht, ich habe meine Jacke jetzt inzwischen zugemacht. Umso später der Abend, umso kühler. Dann hier ein Stück noch von der Mauer, was wir hier sehen. Hier nochmal ein paar Touristen auf der anderen Seite jetzt hier. Ja, war ein Piano, wäre nicht schlecht. Ich habe schon wieder Hunger. Na, hier läuft auf jeden Fall schon einiges. Ne? Also die Leute sind hier nur am Rumspazieren. Der Herbst ist wunderschön. Vor allem im Herbst ist es schön. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Jetzt etwas kühler, klar, aber es sind jetzt keine Minusgrade, ne? Also, so ist es nicht. Ja, schaut euch nochmal um, an der Mauer entlang. Und hier nochmal, in die Ferne. Hey, der Rikscha-Meister macht die Party, Alter. Ja, Brandenburger Tor waren wir schon. Wir müssten eigentlich nochmal Richtung Charlottenburg und Tempelhof. Da gibt es ja auch noch Festival of Lights. Das würde mich sogar sehr interessieren, brennend interessieren. Gut, vielleicht machen wir das die nächsten Tage, ab morgen. Schauen wir mal.
Naja, echt wunderschön am Potsdamer Platz. Am Abend spazieren gehen, da gibt es auch noch ein Kino an der Ecke. Sony Center, habe ich euch auch schon mal gezeigt, ist jetzt auch nichts mehr Besonderes wie früher. Das war's. Das war's. Wir beenden unsere Reise jetzt hier. Und hat sich trotzdem gelohnt, herzukommen, auf jeden Fall. Ja, es ist immer was los hier. Zu jeder Uhrzeit. Hier noch mehr Touristen an den Seiten. Schreiner Leute an den Ecken. Ja, also es gibt hier schon was zu sehen. Und zu guter Letzt die Mülltonne nochmal hier an der Seite, wo wir angefangen haben vorhin. Und wir gehen da nochmal rüber, runter zur U-Bahn. Vielleicht kann ich euch kurz mal nochmal die U-Bahn zeigen. Ja, vielleicht sind die U-Bahnhöfe hier auch prall gefüllt. Schauen wir mal. Der Potsdamer Platz hier Richtung Mall of Berlin jetzt. Ja, Touristen hier mit T-Shirt kommen wahrscheinlich aus Iceland oder sowas, Ireland. Da ist es ja eigentlich viel kühler. Deswegen hängt er hier mit einem T-Shirt rum. Gut, wie gesagt, so kalt ist es nicht. Ihr seht Familien, Touristen, alles was ihr wollt. Pärchen. Ja. Mall of Berlin hier. Einer der größten Einkaufshäuser hier in Berlin. Was eigentlich relativ leer steht jedes Mal. Ja. Ist jetzt auch nicht so voll dort immer. Und jetzt schauen wir uns mal kurz die U-Bahn an. Boah, da kommen auch schon ganz schön viele Leute raus gerade. Und ja, heftig. Die Berliner, die mal klingeln hier mit den Fahrrädern, Alter. So, hinter mir seht ihr auch einiges an Touristen. Jetzt gehen wir mal kurz runter. U2, ja, geht eigentlich. Ist eigentlich okay. Völlig okay noch. Ja, geht schon. Ist jetzt nicht so voll, wie ich mir das vorgestellt habe. Da kamen nur sehr viele raus auf einmal. Na gut. Wir fahren jetzt zum Alexanderplatz. Wo er, was sonst? What else? Ja. 6 Stationen. Entfernt. Aber da geht es auf jeden Fall auch immer rund. So, und ich beende natürlich dieses Video jetzt hier. Klar, war wieder ein kurzes Video, aber dafür bin ich immer überall direkt und vor Ort, um euch ein bisschen so den Eindruck zu zeigen. Ich meine, was soll ich denn noch erzwingen da? Da rumlaufen, 30, 40 Minuten euch Sachen zeigen. Das war ein cooler kleiner Durchgang und das war der Potsdamer Platz bei dem Festival of Lights. Und ja, ich bin durch. Das war's mit dem Video. Das ist das erste Video für heute Abend. 6 All in the Mix. Daumen nach oben, abonnieren, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Grüße aus Berlin Mitte. Potsdamer Platz. Hier auch nochmal ein paar Sufis. Ah ja, so ist das. Tschüss, schaltet um. Schaltet um zum nächsten Video.